das kann nicht sein. Geht schon los hier. Ich bin Jason Thienemann, bin 24 Jahre alt, Azubi im dritten Layer als Industriekaufmann. Was ich super an der Ausbildung zur Industriekauffrau finde, ist, dass man viele unterschiedliche Bereiche kennenlernt und sich nicht direkt von Anfang an auf einen Bereich festlegen muss. Ich habe mich für die Ausbildung zum Industriekaufmann entschieden, weil ich vorher im Lager gearbeitet habe und dadurch die Bürotätigkeit ein bisschen kennenlernen durfte und mir das viel Spaß bereitet hat. Was ich mega cool finde an der Ausbildung ist, dass man hier bei Piepenbock Gleitzeit hat. Heißt, ich kann mir eigentlich aussuchen, wann ich komme und wann ich gehe. Das kann ich so ein bisschen an meine Hobbys anpassen. Das ist halt auch mega cool. Also ist einfach so. Das ist so ein Pluspunkt. Meine Aufgaben waren bislang in der Personalentwicklung die Seminarorganisation. In der Personaladministration habe ich Arbeitsverträge angelegt und versendet. Cool an der Ausbildung finde ich, dass wir Corporate Benefits haben. Das heißt, wir haben die Azubi-Seminare, wir haben das Azubi-Bouldern zum Beispiel, die Weihnachtsfeier für die Azubis extra auch und jetzt neuerdings auch die Azubi-Olympiade, wo dann die ganzen Azubis aus ganz Deutschland hier in Osnabrück sich einmal treffen. Ich finde es halt cool, dass wir hier nicht als Azubis gesehen werden. So, dass wir halt, ich sag mal, nicht so die Kaffeeholer sind. Ich habe noch, glaube ich, in der Ausbildung nicht einmal Kaffee holen müssen. Ja. Man kennt das halt, ich komme aus dem Handwerk und dann denkt man sich so, die im Büro, ja, die Azubis tun nicht nur Kaffee.